Nicht ohne, dass man es weiß. Okay, letztes Level vom Boss. Mein Leben! Vielleicht ist es diesmal nicht so arschig. Oh, der sah aus, als wäre er gestorben. Und dann kommt er nochmal zurück von den Toten. Vielleicht ist es noch arschiger, ja, ja. Dann gebe ich dir die Schuld, wenn es noch arschiger ist. Das ist ganz angenehm. Ziemlich viel Munition. Noch ein Leben. Ich konnte mich nicht rechtzeitig drehen. Ey, ich hab 69 Leben. Nice. Mein Leben. Er hat mich aber auch irgendwie kommen sehen von weitem. Diesmal laufe ich weiter. Guck, was da hinten ist. Ich meine, da hinten ist eine Tür, die ich nicht aufkriege. Das ist weitläufig. Damit habe ich gerechnet. War davon auch ein Hund? Bin verwirrt. Ich meine, geklärt, das ist richtig. Okay, das sieht gut aus. Ich bin Zwischenspeicher. Meine Tür auf und hab direkt die Kanone in der Fresse. Da kannst du halt nichts gegen tun. Gar nichts. Mein Leben. Mein Leben. Keine Türen auf. Ja!
Machen wir von No Doors, No Doors Run. Dann ist das alles kein Problem. So, hier gibt's nur den einen Weg, tatsächlich. Aber was sie können, kann ich auch. Wow. Okay, ich hab mich... Dieser Weise macht er halt auch Damage wie Sau. Aber schon krass, wie sie mit dem Spiel, wie sie durchs ganze Spiel kommen, mit genau drei Gegnerarten und drei Waffen. Ne, gar nicht wahr, vier Gegner. Es gab auch noch Zombies in der einen Episode. Die Dual-Wield Zombies. Die waren heftig, holy shit. Die haben dich wirklich weggelatzt. Mein Leben. Ist das wirklich so viel, was ich umlaufen habe vorhin? Das ist verrückt. Really, 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 wo kommst du denn her? Ich glaube, man hat nicht Platz gespart. Ich glaube, es ging nicht besser. Das Spiel hat auf die Skill passen müssen. Außerdem war das Zeug damals auch einfach nicht so groß. Texturen waren 16x16 Pixel oder sowas, wenn überhaupt. Ja, kann man ja abzählen, wie viel Pixel das Ding war. Auf 19er Sagenkreuz. Alter, du kommst von hier. Wenn ich von hier. Irgendwo muss doch der scheiß Schlüssel langsam sein. Dude. Geh davon aus, dass der Schlüssel hier ist. Ich hab doch gewusst, dass einer rauskommt. Ich hab's trotzdem nicht gebacken gekriegt, den rechtzeitig abzuschießen. Dude, so viel, Mann. 40 MB? Nein. Das Spiel ist keine 40 MB groß. Sagen keine 10 MB. Ich weiß nicht, wie viele Disketten das Spiel hatte. Alle 6 Episoden waren sicherlich nicht nur eine Diskette. Eine Diskette ist 1,4 MB.
Leben. Die 4 ist drin, ja. 1,44 sogar. Kannst du bitte abtreten? Deswegen, 40 MB wären ein bisschen zu viele Disketten, um gemütlich damit spielen zu können. Das wäre ein bisschen eklig geworden. Damals gab es andere Arten von Kopierschutz. Okay. Da war im Booklet irgendwie ein Code gestanden, den man irgendwie auseinanderfriemeln musste. Da hat man gesagt bekommen, hier, Seite so und so viel, dritter Buchstabe von links. Lies ihn vor und schreib ihn rein und sowas. Ich meine, hast du natürlich auch das Booklet kopieren können, dann hast du es auch hingekriegt, aber zumindest war es ein bisschen anders. Damals gab es auch Shareware-Versionen. Die Shareware-Version ist prinzipiell eine Demo gewesen. Die hast du halt verteilen dürfen. Bei Wolfenstein 3D und ich glaube bei Doom auch waren es. Die ersten. Ne, bei Doom weiß ich nicht. Bei Wolfenstein 3D waren es die ersten beiden Episoden, glaube ich. Die hast du spielen können, kostenlos. Oder war es die erste nur? Ich glaube die ersten beiden. Den Rest hast du jedes Spiel kaufen müssen. Den Türen prophylaktisch einfach schießen, wenn man sie öffnet. Man weiß ja nie, was passiert. Ich weiß nämlich noch, wir hatten nicht die Vollversion von Wolfenstein 3D. Ich hatte nur die Shareware-Version zum Spielen. Das Level hat aber auch nicht auf, Level zu sein. Ach, die Mehrere 3 MB für die Shareware. 3 MB? Ja, Mann. Waren zwei Disketten. Die Shareware. Da habe ich die Übersicht verloren, wo ich lang muss. Da wo Leichen sind, war ich schon. Hier bin ich reingekommen, hier muss ich lang. Ja. Ach, 8 MB ist aber auch einiges. Ne, irgendwie. 6 Disketten oder sowas. Oder 5. Je nachdem, wie sie es umrechnen. Alter, hört das Level einfach mal auf irgendwann?
Endlich. So wundert mich das nicht. Ach so, das war die. Ach so, das war die installierte Version. Ah, okay. Okay. Ja, ich denke, das Spiel hast du gut komprimieren können auf die Diskette. Kann vielleicht mit einer Diskette Shareware, drei Disketten. Die registrierte Version. Könnte hinkommen. Hier ist andere Musik. Jesus, das hört auch nicht auf da drin, an Gegnern. Weiges sollte ich nicht lieber mit dem weitermachen. Mit mehr Leben meine ich. Die Frage ist halt. Nee, das ist nicht besser. Mit keiner Ammo und eine Pistole macht das Level nicht besser. So, wenn ich hier reingehe. Gegner! So viele elende Gegner! Problem ist, wenn ich irgendwo reingehe, dann... irgendwo eine Stelle, wo ich nur zwei Türen einsehen kann? Nee. Drei Türen ist das Minimum. Wenn ich hier welche abschieße, dann kommen die auch noch aus anderen Türen und umlaufen mich. Wenn ich hier stehe, ja, nicht, dass sie aus allen Türen kommen. Die sind instant aus den anderen Türen rausgekommen. Ja, so ist es halt. So ist es. Okay, machen wir mal hier ein Save für zwei. Was, wenn ich in der Mitte gehe? Gut, es ist. Was kann ich in dem Level machen? Wie kann ich das in dem Level anstellen? Oh, ich weiß es. Vielleicht damit. Ja, jetzt. Du hast genau in dem Moment gesagt, wo ich drauf gedrückt habe. Das Problem ist aber, ich habe nicht viel Munition.
Ich muss mindestens einmal reingehen und Munition aufsammeln. Nicht genug Munition. Ohne Scheiß, wie soll man da... Wie soll... Hier, wenn du einmal tot bist, kommst du mit 8 Schuss und nur mit der Pistole. Spawnst du hier. Wie zur Hölle sollst du das Level schaffen? Mit 8 Schuss und nur der Pistole. Will ich natürlich sehen, wie das jemand macht. Wenn du einmal stirbst, war's das. Einfach Headshot, ja, boom, Headshot, genau. Nur Headshots, tut mir... Dass ich, auf die Idee bin ich nicht früher gekommen. Einfach Hitless, ja. Klingt nach Reset, ja, aber ist doch Bullshit. Warte mal. Die 8 Schuss brauche ich schon, um die Dudes zu besiegen. Also ich komme mit 12 Ammo und komme ich in den Raum mit 30 Gegnern. Die Härte, Mann, die Härte. Oder ist hier irgendwo ein Geheimgang? Oh mein fucking Gott, der ist voll mit Munition. Oh boy, man. Das ist ja so klar. Drüben auch. Unglaublich, Mann. Unglaublich. Unglaublich ist das. Sag mir nicht, von hinten kommen die auch durch die Tür. Oh Mann. Wow, das ist viel. Warten wir sich dann das und dann Header geben? Ja klar. Einfach ein Monster-Kill machen. Und dann ist alles gut. Easy peasy ist das, oder? Okay, der hintere Part ist aber auch nicht viel einfacher, Mann. Muss ich wirklich mit einer Minigun die ganze Zeit rumdonnern? Oh, wie hat der mich weggezwirbelt? Ja.
Warum die Minigun Minigun heißt? Ist eine gute Frage, warum die Minigun Minigun heißt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht genau aus dem Grund, weil es so ein Monster ist. Hä? Wait, what? Du, der hat mich eben... What? Man kann sie auch Chain Gun nennen, oder? Bin mir aber nicht sicher, ob das die gleiche Waffe ist. Müsste aber eigentlich, meines Wissens. Erstmal hier gucken. Achso, die haben nur normale Gatling Gun kleiner gemacht. Naja. Ja, Gatling, natürlich. Eine Gatling ist es. Eine normale Gatling hat nicht auf den Helikopter gepasst. Das könnt ihr mir nicht weismachen. Überhitzungsproblem. Überhitzungsprobleme. Gerade deswegen wurde doch die Gatling erfunden. Damit sie eben nicht überhitzt. Weil die aus keine Ahnung wie viel Rohren nacheinander schießt. Und zwischen den Schüssen abkühlen kann. Was für eine ingenieurische Meisterleistung. Er hat sie extra gebaut, um Überhitzung zu verhindern. Ein Sauproblem war Überhitzung. Sehr schön. Ja, aber die wurde extra so gebaut, weil die Feuerraten von den Maschinengewehren immer schneller wurde und die normalen Läufe überhitzt haben. Deswegen hat er eine gemacht mit, keine Ahnung, mit 12 Läufen.
die nacheinander abwechselnd schießen. Das heißt, die Feuerrate wurde pro Lauf durch 12 geteilt. Also wurde aber genug Zeit zum Abkühlen da, theoretisch. Wahrscheinlich hat er dann gedacht, ey, das Ding läuft so gut. Ballern wir voll raus, die Feuerrate, und hat dann jedes Rohr auf die normale Feuerrate geballert. Und dann ist es wieder überhitzt. Ja? Oder so. Sag das nicht mir, sag das dem Herr Gatling. Der den Scheiß verbockt. Wo? Bin ich an dir vorbeigelaufen oder was? Wie kommst du neben mich? Oh Mann. Jetzt habe ich wieder keine Munition mehr. Ich kann beim Hermes schützen. Und das wäre es gewesen, wenn es gerade so funktioniert hat und ein bisschen wärmer. Ist das euer Ernst? Oh Gott, hier ist der Endgegner. Dude, wie soll ich das machen? Das sind viel zu viele Gegner. Wenn die von da nicht rüberkommen würden oder umgekehrt, wäre es einigermaßen okay, aber das ist ziemlich heftig. Habe ich denn so viel Leben gelassen? Vielleicht soll ich Dings machen. Auch nicht. 71% auf einmal genommen? Okay, gut. Passiert manchmal. Die Gegner können scheinbar headshotten. Habe ich das Gefühl. Nein.
Okay, jetzt sitzt ein bisschen besser. Wieso war der Blaue da drin? Hat sich versteckt. Als ob die so schlau sind und sich verstecken können. Die Weißen, Mann, die kotzen mich so hart an. Die ziehen mich halt um die Ecke weg. Die war anders wild, ja, die war wirklich anders wild. Die KI damals war nicht künstlich dumm. Die hat einfach alles gewusst, was du tust. Immer. Mein Leben! Oh, sterb halt, Mann, das ist so nervig. Das ist vollkommen für den Arsch, Mann. Das macht halt wirklich keinen Schaden, das Ding. Wenn es wirklich so ein One-Hit-Kill wäre, ja, könnte man sagen, okay, man versucht's mal rumzumessern. Ich hab vergessen, dass da drin Leute stehen! Guter Run. Mann!
Okay. Hört gar nicht mehr auf. Wow, what the fuck war das? Hab ich gemacht? Bin verwirrt. Wait. Nein, das war das falsche Level. Der Helm muss leider anhören. Habe ich mich verdrückt? Was ist passiert gerade? Ah, meine Spielstände noch alle heil sind, ist alles okay. Ich habe das Gefühl, die Seite hat mehr blaue. Ach so, ja. Die warten da gerade auf mich. Okay, war aber gut. Oder auch nicht, ich habe noch 1% Leben. Ich hasse es. Genau in dem Moment kommt von der anderen Seite auch einer. Alle? Hier rennt noch irgendwo einer rum. So groß, dass hier noch Leute rumrennen. Ja. Gut, dann schauen wir mal, was wir uns aufladen können. Okay, 99, das ist gut. Volles Leben und scheinbar auch alle Leute besiegt hier. Sieht so aus. Gut. Aber da waren auch Gegner noch, oder? Relativ viele sogar. Was gucken? Was hat er für eine Waffe bitte? Eine Laserkanone oder was? Zumindest klingt so.
Okay, da hinten drin sind dann nur noch 8 Stück in den Ecken jeweils. Mein Leben! Fiat! What the fuck? Health 9, geil. Ich habe keine Refills gesehen in der Arena. Shit. Oh shit. Ich hab die Tür gehört. Läuft er mir hinterher? Ja. Was ist das für eine Waffe, Mann? Schieß mal, ich will sehen. Wait, what? Raketenwerfer und eine Laserpistole oder so ein Scheiß. Dumme Waffe, Mann. Anders als wenn der jetzt hierher kommt. Kann ich ihn hierher locken. Dann kann ich um die Dings rumlaufen. Und die Arena angucken. Gemütlich, um zu sehen, ob da irgendwas ist. An Waffen oder sonstigen Kram. In der Mitte oder so. Nicht. Keine Türen, kein gar nichts. Alter, das ist krank. Wie soll ich das machen? War ehrlich. Wenn meine Munition nicht reicht, muss ich ihn messern. Wie auch immer ich das anstellen soll. Thank you.
auch noch umgelaufen. Oh, was für ein sneaky Bastard. Das ist General Fettgesicht, oder? Schon aufgesammelt. Damn it, man. Oh, der hier ist gut. Der ist klein. Gucken wir mal, ob wir 74 Ammo reichen, weil mehr gibt's hier nicht mehr auf der Map. Oh mein Gott. Ich habe gerade an die Wand geguckt, da war so ein Fleck an der Wand. Da habe ich gedacht, ich habe ja Zeit, ich drück mal drauf, Dude. Lese auch so einen Fleck, der ist selbe. Und da passiert nichts. In diesem Spiel ist nichts unmöglich. Wenn dir irgendwas ausgeht an Munition, dann hast du irgendwo ein Secret übersehen. Okay, jetzt habe ich definitiv genug Munition. Und genug Leben. Kann ihn hier kiten. Und dann zur Not. Wenn er mal kommen würde. Wo kommt der Dude rum? Dude, und instant 13 weggedonnert. Was ist das für eine Arschwaffe? Eine Arschwaffe ist das! Was soll das? Eine Laserpistole da, die sind nicht normal. Jetzt schon wieder. Der mag es da so stehen. Unfassbar. Ich jetzt verlernt habe, wie man Türen öffnet. Ich
Das stimmt. Das ist richtig. Gut. Aber um die Ecken laufen wir da wohl noch können. Er will nicht mehr zurückkommen hierher. Das ist scheiße. Jetzt. Er geht sofort zurück, wenn ich hier rüber gehe. In der Episode gibt's eine Killcam. Rosenoffe. Was auch immer er eben gesagt hat, ich hab's nicht verstanden. Congratulations, the general gasps his last breath, and the free world is safe from the terrifying Nazi chemical war. Return to Allied headquarters, a medal of honor waiting for you. Allied Command informs you of some nefarious activities around Castle Hollehammer. Something about some gray-skinned Berserk soldiers. You did it. You have finished the sixth Wolfenstein episode. You are truly one of the great heroes. The world cheers your name. You get your picture taken with the president. People name their babies after you. You marry a movie star. Yes, you are so cool. The end. Ja, am Ende hat die KI irgendwie nicht so wirklich gewollt. Die Minigun gab es auch im Akimbo? Hitler hat Akimbo Minigun benutzt. Das waren die 6 Episoden.